Not yet, really. So ein richtiger Hotspot, klein Silicon Valley in München. Wir arbeiten gemeinsam und leben gemeinsam hier. Ich bin der Marc. Hey, how are you? Ihr hier von der Hackathon. Ich bin einer der zwei Gründer von diesem Co-Living-Haus. Der Ursprung kam aus dem Silicon Valley. Da gibt es relativ viele von diesen Co-Living-Häusern. Ich fand das Konzept einfach unglaublich klasse. Die Idee ist eben, Leute wohnen zusammen unter einem Dach mit relativ ähnlichen Interessen, haben Startups zum Beispiel, in denen sie arbeiten, können sich also gegenseitig helfen, unterstützen. Also jetzt wird der Zeitplan erstmal gemacht für heute, der Ablauf. Und ich schreibe jetzt einfach drauf, was wir heute alles machen. Und es geht los mit dem Frühstück. Und dann werden die Teams zusammengebaut. Und dann können die Teams überlegen, was sie machen wollen heute. Heute ist ja Smart Home oder Hack the House. Also mach irgendwas Cooles für das Haus. Und genau, dann geht's eigentlich schon los. Budget? Weekly tasks, of course. Also mein Team wird eine Bilderkennungssoftware schreiben, die den Kühlschrank öffnet. Das heißt, wir werden einen Kühlschrank machen, wo relativ viele Süßigkeiten drin sind. Und um den zu öffnen, muss man Sportübungen machen. Ja? Und wie die aussehen, kann uns Zoom mal kurz vor zeigen. Genau. Also für ein Riegel Schokolade muss man zum Beispiel 15 Mal den Hampelmann machen oder 15 Push-Ups. Wir werden das System über dem Kühlschrank installieren mit einer Kamera. Und nur wenn wir wirklich diese Sportbewegung gemacht haben, dann geht der Kühlschrank auch auf und dann kann man sich was rausnehmen. Das ist unsere Idee und deswegen Sporty Fridge. Please talk into it. Ich bin Julia, ich studiere Psychologie. Ich wohne seit Beginn des Projekts hier, also seit April 2017. Wir sind das erste Co-Living-Haus in Deutschland. Also Co-Living und Co-Working. Das heißt, wir arbeiten gemeinsam und leben gemeinsam hier. Wir machen auch also privat sehr viel zusammen, gehen raus in die Bar, gehen mal wandern zusammen. Also wir haben nicht nur, also es ist definitiv keine Zweck-WG, sondern wir sind alle sehr gute Freunde geworden. So, das Leben findet, sagen wir mal, 60% hier in der Küche statt. Das Herzstück der WG. Ja. Aber wir haben ja noch was Besonderes. Und also, da ist unser Essbereich mit unseren wunderbaren Konsolen. Da verbringen wir natürlich auch viel Zeit, wenn wir nicht gerade arbeiten. Jetzt ist gerade natürlich der Hackathon am Laufen. Und normalerweise wird hier eher gegessen und ja, sich unterhalten, im Gegensatz zu hier. Genau, also hier wird wirklich nur gearbeitet. Normalerweise sieht es auch hier ein bisschen chaotischer aus, weil jeder so seine eigenen Designgegenstände hat oder Kreativsachen. Wenn wir nicht gerade in der Küche sind, findet hier das Leben statt. Hier wird ruhig gearbeitet oder sich mal ausgetauscht im Brainstorming. Und damit wir es auch immer ruhig haben, haben wir so einen kleinen Schallschutzvorhang installiert. Das heißt, man kann sich dann richtig schön abkapseln und dann ist hier auch eigentlich relativ ruhig. Genau, also hier ist jetzt unser persönlicher Wohnbereich. Jeder von uns hat sein eigenes Zimmer. Ja, ich glaube, in die anderen Räume kann ich jetzt leider nicht reingehen, aber ich kann so einen kurzen Glimpse in meinem Zimmer zeigen. Die Zimmer sind eigentlich alle von der Größe her relativ gleichgestaltet. Das Zimmer dient mir als Rückzugsort. Also wenn ich wirklich alleine arbeiten möchte, also lernen, dann gehe ich in mein Zimmer. Oder wenn ich auch einfach mal Abstand brauche. Ich meine, bei neuen Leuten, es ist immer was los und man braucht halt auch seine Ruhezeiten und mein Zimmer ist so meine Ruheoase. Yeah.
was Freelance gibt. Wir machen einmal im Monat eine Pizzanacht bei uns und laden Freunde ein, befreundete Startups. Normalerweise haben wir kein Hackathon davor, sondern die Leute kommen so gegen 7 und um 9 werden dann eigene Projekte vorgestellt, also gepitcht. Die Gäste haben 3 Minuten Zeit, um was vorzustellen, eine Idee, ein Startup. Und dann werden wir auch die Ergebnisse des Hackathons vorstellen. Tinder für Professionals. Engaging Elements, the organizer. Money of Good is a social project. With this app, you can actually control the amount of chocolate you eat. I like it, really. If you do certain movements, the fridge opens and you can get your food. But I saw actually the process that is done. So I really like the process itself as well. So thanks to you. Thanks to all. Cheers. Nette Leute, gute Gespräche. Wir freuen uns unglaublich aufs nächste Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.